Ja, hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du dir das Video wieder anschaust. Ich bin noch on the road, bin noch unterwegs und habe diesmal für dieses heutige Video ein ganz besonderes Plätzchen für euch ausgesucht. Und zwar das Schloss Marienburg. Bei dem Schloss Marienburg handelt es sich um eine historische Schlossanlage, die von König George V. auf dem Marienberg zu Hannover errichtet wurde. Und zwar war das Ganze gedacht als ein Geschenk an Königin Marie, seine Frau, zum 39. Geburtstag. Und fertiggestellt wurde das Schloss am 14.04.1857. Und von dem Schloss hat man einen hervorragenden Ausblick über das gesamte Leine-Weser-Tal. Die Königin selbst lebte in dem Schloss jedoch nur ein einziges Jahr. Danach folgte sie dem König ins Exil in Wien in Österreich. Am 24.07.1867 verließ Marie mit ihrer Tochter Mary dann über den Bahnhof Nordstemmen dieses schöne Land in Richtung Österreich ins Exil. Die Königin hat ihr Schloss nie wieder gesehen. Ich werde dann auch gleich noch ein bisschen was erzählen zu einer Sage, die sich hier im Marienberg zugetragen haben soll. Dazu gleich noch etwas mehr. Ich werde gleich mal in der Nähe des Schlosses parken und versuchen, dort noch ein paar etwas ruhigere Aufnahmen zu machen, weil hier doch die Straße lang geht und der Verkehr ziemlich stark ist. Fallen. Er macht ein Krach. So, und jetzt befinde ich mich hier direkt im Marienberg, dem sagenumwobenen Berg, auf dem die Marienburg thront. Und ich möchte euch die kleine Sage erzählen, die um diesen Berg
sich handelt. Okay. Und zwar ist das die Sage von den Zwergen im Marienberg. Die Geschichte geht so. Ein Musikant aus Eelze musste einst bei einer Hochzeit in Jeinsen zum Tanz aufspielen. Ja, das war sicherlich eine schöne Party, die da alle gefeiert haben. Denn der Musikant war ziemlich betrunken und anschließend wankte er dann ziemlich besoffen nach Hause, in Richtung zu Hause. Er wollte den Weg ein bisschen abkürzen und hat hier den Pfad über den Marienberg genommen. Und am Fuß des Marienbergs, das war ungefähr hier so in der Ecke, da fiel er in ein Gebüsch und schlief ein. Wie das so ist, wenn man ein bisschen zu viel getrunken hat. Auf einmal weckte ihn ein wundersamer Gesang, der aus einer Höhle herausschallte. Als er dann weiter in den Marienberg hineinging, erblickte er einen herrlichen großen Saal, der von lauter Gold und Silber glänzte. Und dort waren sie dann, all die Zwerge, die sangen und tanzten dazu. Der König der Zwerge bemerkte den Musikanten und kam auf ihn zu. Er bat ihn, den Zwergen zum Tanz aufzuspielen. Natürlich ließ sich der Musikant nicht lange blicken, nicht lange bitten und griff flugs nach seiner Geige und spielte ziemlich lange dann auch. Die Zwerge tanzten und tanzten. Am Ende hielt der Zwergenkönig dann als Belohnung für den Musikanten ein Geschenk in seiner Hand. Er steckte es dem Musikanten in seine Tasche und sagte zu ihm: Fasse nicht eher in die Tasche, als bis du bei deiner Familie angekommen bist. Dann wirst du ein reicher Mann sein. Und so machte sich unser Musikant auf den Heimweg nach Eelze. Und er bemerkte, während er so ging, dass seine Tasche immer schwerer und schwerer wurde. Aber er bezwang seine Neugier und griff nicht in die Tasche hinein. Als er dann am Stadttor von Eelze angekommen war, pöbelte er den Torwächter an. Mit Meck kannst du Deck doch nicht mägten. Eck kann jetzt ganz Eelze köpen. Was übersetzt ungefähr so viel bedeutet wie: Mit mir kannst du dich doch gar nicht messen. Ich bin jetzt so reich, dass ich ganz Eelze kaufen kann. Als der Torwächter ihn daraufhin auslachte, da griff der Musikant in seine Tasche, um seinen Goldschatz zu zeigen. Wie er aber die Hand aus der Tasche zog, hatte er nur einige Pferdeäpfel in der Hand. Das ist also die Moral von der Geschichte. Diese kleine Sage hier aus dem Marienberg, wo das schöne Schloss Marienburg thront. Nicht in die Tasche greifen, bevor ihr zu Hause seid. Immer gut merken. You're the
like you almost know what I am thinking. Cause I believe in us, I won't give up on you. I will be holding on for life. Cause you're the best thing, best thing. You're the best thing that I've ever had. You're the best thing, the best thing. Ja, das war dann also mein kleines Video hier zu Schloss Marienburg auf dem Marienberg im Weserbergland. Ich danke euch, dass ihr das Video bis zum Schluss angeschaut habt. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen kleinen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Darüber freue ich mich immer sehr. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich, dass ihr gesund bleibt, habt viel Spaß, unternehmt was mit Freunden oder mit eurer Familie. Besucht schöne Orte, so wie hier den Marienberg im Weserbergland. Und ansonsten sehen wir uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also, macht's gut und bis bald, euer Matthias.